So, hallihallo, willkommen zurück zum Return von Payday 2. Mein Name ist Koparius und wir sind ein bisschen Part aufnehmen zu dürfen. Ich bin nicht alleine, damit mir ist der gute Daniel wieder mal. Halli. Morgen. Ja, die erste Aufnahme von Payday im neuen Jahr 2023. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und leider ist mir ein Malheur passiert. Wir haben hier Lost in Transit Heist schon mal ein ganzes Stück gespielt, haben jetzt definitiv ein bisschen Erfahrung im Heist. Ich habe die ganze Zeit aufgenommen, aber mit einem Black Screen. Das ist jetzt, hoffe ich, nicht mehr der Fall. Deswegen, genau, hier auch nochmal kurz. If something's worth stealing, we'll find a way to steal it. We're not the types to shy away from a challenge. It's quite the blurry challenge though. This rail yard's packed with freight wagons, so we need to find a shipping manifest. But after we bag the loot, we can't just drive away. Maybe the best way to rob a train is to steal the train. You follow me? Remember, things will go a lot smoother if the army never knows we're here. Genau. Remember, no Russian. Richtig. Remember, no Russian. Wir sind weiterhin für diese Gemma McShay. Wir sind halt ja in Texas unterwegs. Das ist unsere texanische Auftraggeberin. Und da sollen wir wohl nicht nur quasi einen Zug Inhalt klauen, sondern einen gesamten Zug selbst. Von daher, genau, wir haben da jetzt schon ein bisschen halt, waren kurz vorm Ende des Heißes, während natürlich auf Kohäsion es geschafft hätten und dann die Aufnahme korrumpiert wäre, von daher ist vielleicht fast schon der bessere Weg. Genau, ja, deswegen. Noch was zu sagen, Daniel? Nö, no. Let's do this. Ja, Daniel wie immer sehr motiviert bei Payday 2. Ja, sowieso. That info couldn't have been easy to get. I like to know what's passing through my neck of the woods. I got eyes all over Texas, and my smuggling ring has some partners in very high places. Well, if things go all right here, we'd love to meet those partners sometime. Always looking to make ourselves useful. For the right price. Genau, da noch lustig ist leider auch eine Aufnahme verloren gegangen, da hatte sie gefragt hier, warum heißt ein Guy Dallas, der nicht aus Dallas kommt, und ein Guy Houston, der nie in Houston war. Und dann meinte Locke so, ja stimmt. Genau, also wir sind hier halt am Anfang, da hinten ist ein großer Bereich, aber da findet man nichts. Man hat hier halt zwei Wege, um durch das Gate zu kommen, entweder da einen Sicherheitsbuch mit Knopf drücken, das ist aber risky, weil direkt ein Sicherheitsbeamter immer chillt, oder durch einen elektrifizierten Zaun, indem man hier, genau, diesen Kasten abknallt, was natürlich sehr viel besser ist. Oh Gott. Daniel, wo hast du das letzte Mal den Walkie-Talkie gefunden? Ja, hier war mal eins. Dann ist es diesmal wahrscheinlich oben, oh Gott, ja. Alles gut, ich hatte die Kamera schon geloopt, von daher war es nicht nötig. Sicher, sicher. Der Bereich hier ist halt ekelhaft. Ja, der ist sehr nervig. Gehen wir mal nach oben. Hoffentlich ist da nicht noch jemand. Oh doch, natürlich ist hier noch jemand. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell. Schnell, sagst du. Schmeiß ihn unter die Treppe, da sollte er wirklich secure sein. Da wurde es auch beim ersten Mal, als wir da jemanden killen mussten, nicht entdeckt. Balls of Steel, so. Ey, wollt mich doch verarschen, Mann! Ja, okay, das können wir gleich neu starten. Aber ich schaue nochmal kurz, wo der Walkie-Talkie sich befinden könnte. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Lalalala, Leute umbringen. Da ist er auch nicht. Hä, wo wäre denn der Walkie-Talkie? Normalerweise vielleicht ein ganz anderer Raum dieses Mal, also ganz anderes Gebäude. Das ist auch eine gute Frage. I don't know. Whatever. Räubertipp, versuche das nicht im wahren Leben. Wer kriegt den Kompetenz zu? Okay. Genau, Lost in Trains heißt, kam mir auch am 25. Oktober raus. Das ist halt schon eine lange Weile her. Wir hatten uns jetzt aber da auch keine Lust, weil, ne? Man muss ja nicht immer sofort alles rushen. Und bei Payday kommt eh der nächste Heiß erst am 20. Februar. Von daher, es dauert noch mehr als genug. Daher haben wir die Zeit. und machen das hier. Aber wie gesagt, dann ja. Hast du ein Interesse? Hast du Bock auf Payday 3? Wenn es rauskommt? Guck mal, wie es wird, ne? Also, wenn es gut wird, sicherlich. Wenn es eine Enttäuschung wird, so wie das Walking Dead Game, dann eher nicht. Wie gesagt, das ist ja diese... Ah, lalalala. Das ist ja diese geile Story. Eigentlich wäre ja wahrscheinlich Payday 2 schon lange abgestellt worden, wenn halt das Walking Dead Game von ihm gut gelaufen wäre, aber... Naja, you know, sagen wir mal so, das war nicht der größte Erfolg. Richtig, richtig. Mehr müssen wir, glaube ich, darüber auch nicht mehr verlieren. So. Die weniger sagen, dass du besser Achtung, geh weg. Deswegen bin ich bei Starbreeze ein bisschen aktuell, ein bisschen auf Fragezeichen, ob das gut wird oder nicht. Gute Frage, ja. Genau so, wo zum Fizzle ist das Walkie-Talkie? Ja, Klappe. Ah, hier liegt's. Auf der Bank. Ah, okay. Und da ist der Typ! Oh, weh, du kommst hierher, du Arschloch. Oh. Okay, alles gut. Alter, richtig viel Glück gehabt, da ist sehr viel Glück. Geh da schnell hin, Max. Können meinst du? Ja, ich hab nur schon fluchen, alles gut. Achtung, gar nicht, hier ist auch der andere Guy. Ich geh da mal schnell vorbei, aber du solltest das nicht machen. Oh, eine Sekunde zu spät gedrückt, der hat mich entdeckt. Ist halt genau in dem Moment natürlich, ne, man wartet immer, man wartet und genau dann, wenn man geht, dann genau in dem Moment dreht er sich auch um. Aber ich habe auch, leider, ich habe die 4 gedrückt anstatt die 3 und das war der Moment, der zu spät war, quasi, leider. Schade. Oh ja, warte mal, noch nicht bereit. Zack, 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 so. Boah, weniger Drohnen ist immer eine gute Sache. Die Drohnen sind nämlich nervig. Ich weiß noch, im ersten Heiß, wo die Drohnen zum ersten Mal vorkamen und wir komplett verwirrt waren, wie wir die ganze Zeit entdeckt wurden. Das war sehr lustig. Achtung. Fenster? Ah, das ist Walkie-Talkie, lol, auf dem Barrel. Das ist aber sehr gut für uns, weil jetzt können wir da stehen. Let me in, bitte. Let me in. Ich komme jetzt genau darüber. Ja, schon gut zu wissen, dass hier so ein Walkie-Talkie auch da sein kann. Oh Gott, da steht einer. Was hab ich gesehen? Was hab ich gesehen? Oh, alles von der Cam. Tja, geh ich weiter. Ja, bleibst du da, ich mach alles alleine da drüben. Ja, ich geh von der anderen. Ich komm von der anderen Seite. Please be careful. Da ist auch eine Drohne, und die über dir fliegt. Ja, wow. Alles gut. Good job, alles my friend. Good job. Alles im Game. Das glaube ich dir sofort. Next doch, keiner hat was gesehen. Außer der tot ist. Nee. Moment. Stay fucking quiet. Wo pack ich dich einen Lutscher jetzt hin? Weil du ein Lutscher bist, du Lutscher. Naja, halt ich mal zur Kamera. Gute Warehouse kann sie schon vergessen. Ich mach mal währenddessen den Keycode und die ganze Sache mit dem Büro da. Achtung, da sieht sich jemand. Oh Gott. Ja. Oh scheiße, die Tafel ist natürlich auch nicht mehr da. Jetzt ist die Tafel natürlich woanders, weil natürlich ist sie das. Die mit dem Passwort. Goddammit. Da ist die Büro. Diese fucking fotzen Huren-Kameras, ey. Lass mich in Ruhe, ich will nicht weg. Aber kann ich nicht, weil ein Bodybag wäre, dann halt wirklich. Na, wo sind die wo ist die Scheiße? Mit dem Passwort. No. Hier sind nett. Oh, ist es wirklich da? Nee. Keine Ahnung. Watch out. Guard. Glück gehabt, sei vorsichtig. Dann ist es vielleicht irgendwo hier oben. Das soll ich mal so, ich mache nicht so viele Meter, wie es mir lieb wäre. Hm. Weil überall alles rumsteht. Und das ist dann oh, du willst mich doch verarschen, ey. Ja, können wir. Ah, ne, wir sind gefickt, ey. Der Typ im Raum hat mich entdeckt, bevor ich den Raum öffnen konnte. Geil. Das heißt, ich kann doch nicht hingehen und seinen Pager beantworten. Oh Mann. Das gibt's nicht. Läuft. Läuft. Also gerade läuft richtig. Ja, unlucky, aber ja. Egal. Hey, did you find all about these printing plates? Überstrap Johnston. My eyes in the rail yard say that gate's electrified. So unless you want to get crispy, the next gate looks tough. You know, if you find a worker's walkie-talkie lying around here, maybe I'll security into letting us in. What? Some sergeancy for security inspection. Let him in. Let him in. War doch Neuseeland, oder? Oder? Was war? Ja, ja, da war Neuseeland. Guck mal, ein Senf, so ein Akzent. Ja, Leute, man vom Gate irgendwie getroffen. Wäre lustig gewesen, wenn er dadurch gestorben wäre. Ja, es hat uns nämlich gefickt. Ja. Ja, ist ja gut. Halt die Schnauze, Kamera. Oh. Lalalalalalalalalalalalala. Alfredo, nee, Federico. Lol. Look out. So, da ist ein Cunt-Boy. Let's fucking kill him, mate. Das sind Tropfen noch da noch Hose. Oh sure, seems I wet myself, eh? Pretty nervous around here. Watch it. God. Mal so, einfach chillig so. Wirklich satter. There's always some kind of clue. Das ist kein Clue, aber die Lösung straight up. Sehr sicher. Einfach die Lösung irgendwo hinzuschreiben und liegen zu lassen. So wie immer eigentlich. Aber jetzt haben wir wieder das Glück, hier ist es nicht. Die Frage ist jetzt aber, wo? Wo ist es? Wo ist die Scheiße hier? Du musst weg. Wir müssen weg. Santa Maria. Guard. Jesus Christo, Ball, Pendejo. Ja, ohne Spaß, wo zum Flimmel ist die jetzt, ne? Watchen. Gott. Also, ich hatte versucht oben zu suchen und genau dann wurde ich dann halt von dem Typen gesehen, der genau dann natürlich auch durchs Fenster geschaut hat, weil Daumen. Headshots, Headshots. Oh, ja, du bist schon weitergelaufen, ich war gerade mit Headshots irgendwie abgelenkt. Aha. Sehr interessant, ey. Da muss es ja echt hier irgendwo oben rumliegen. I guess. Guard. Achtung, oh, shit. Ich weiß, wir würden auch gerne da rein wollen, nur wenn man uns nicht lässt, dann weiß ich auch nicht weiter. Hier sind wir schon draußen. Fuck you. Ja, toll. Das war's, ne? Keine Ahnung mehr, was wir jetzt machen sollen, wo wir hin sollen. Auch da. Kann man nicht auf die Dächer steigen? Vielleicht ist da drauf? Du kannst drauf steigen, aber Sinn machen tut es eigentlich nicht, dass da jetzt irgendwie ein Clipboard mit einem Code drin wäre. Hm. Wo ist denn der Typ hier oben? Da hinten. Du läufst genau auf ihn zu, Daniel. Ja, ich hab's nicht bekommen. Willst du mich verarschen? Ich hoffe, das wird uns einfach dann irgendwann angezeigt, weil ich verliere langsam die Geduld. Das ist schlecht. Das ist sogar ganz schlecht. Hey, check out the guard. So. Hinter dir. Was hinter mir? Da war der mal Typ. Achso. Ich glaube, so. Stay back, guard. Ja, weil normalerweise unter dem Zuschauer war das Ding genau an dieser Stelle hier. Aber, ja, hat gerade keine Lust da zu sein. Hm. The info we need is inside the admin office. Schnauze. Ja gut, das war's dann, ne? Wir sehen uns. Keine Ahnung, was ich machen soll. Was wir machen sollen. Umgucken ist die einzige Alternative. Ui, da war das eng. Enger als. Oh, na, fuck's sake. Warum bist du wieder zurückgelaufen? Weil ich eigentlich nicht da runter konnte, deswegen. Ich hab gedacht, ich kann die Treppe runter, aber es geht nicht. Ich hab gedacht, vielleicht liegt es da unten, weil von der anderen Seite steht das Gitter, aber nö. Ich hatte halt vermutet, dass du da irgendwie runter kannst und es vielleicht da unten liegt. Aber it's wrong. It's fucking wrong. Das ist interesting, sag mal so wie es ist. Ist das eine fucking High School oder was, ey? Find the code for the office yet? Ja, uns aufbohren. Haben wir einen stillen Bohrer? Oh Gott, nein. Ich schau gerade nach. Lege ich den scheiß Bodybag mal hin. Hier vielleicht. Ob genug da keiner sieht. Let's try. Oh, so ein very few heights without a camera room operator. Many cameras and drones will be a constant obstacle. Ja, hier, da ist auch der Tipp. The low dips in the ground for traversing under trains are not safe for hiding bags. There are two doors leading to the admin room. They may be breached by finding a menu, inputting a randomized keypad code, drilling 120 seconds, free trip mines or cut via the OV-9000. Aber da wird auch gesagt, dass der Guard innen drin das hören kann. Selbst die Stealth OVI hört er auch. Dann wird es keine finden. Echt. Dann wäre das die beste Option, weil wir haben ja... Nicht die einzige Option. Ich würde halt sagen, probieren, oder? Meinetwegen. Jetzt haben wir hier verloren. Nee, stopp, der Guard kommt. Kommt Guard rüber. Also deswegen... Weiß echt nicht, wie wir das machen sollen. Ich hoffe jetzt aber, oder? Ja, müsste eigentlich, ich meine, dass ich die Stillenbogen habe. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Also jetzt der stille Bohrer kann auch gehört werden. Ja, soll ich mal ansetzen, oder? Ich meine, probieren, weil sonst suchen wir uns ja noch tot. Ich mach's jetzt auch mal und gucken wir mal. Ja. Ich 70 weiß. Sekunden. Weil ich echt auch nicht mehr weiß, wo ich schauen soll. Also ich bin langsam echt verwirrt, weil entweder sind wir bei Blindfische und nach einer Aufnahme kann man es dann sehen die ganze Zeit, wo das Clipboard-Ding ist. Auch das wäre nicht so unwahrscheinlich. Also ist bei dir Ich hätte gerne im Wiki irgendwie alle Spots gerne gesehen oder so, aber... Ah, ich glaube, du kannst aber so langsam raufkommen, 20 Sekunden. Vorsicht, irgendeiner sieht da oben dich. Von oben hat er mich fast entdeckt. No. Der Klassiker. Nee. 11, 10. Scheiße. Nicht so hat's leider gehört. Jetzt hat auch gar keinen Pager mehr übrig. Hat doch 4 oder nicht? Hat doch 4 Pager oder nicht? Ah, so. Dann nur noch einen. Das Bild müssen wir jetzt checken. Ah, diesmal ist da keine Kamera. Interessant. Leg ich mal da unten vielleicht. Die Blowtorches holen. Na, ich leg den mal zu dem anderen da unten hin. Tu das. Wie gesagt, ist ein bisschen Gambling, dass da keiner hinkommt, aber guck mal rein. Genau, aber da ich das letzte Mal eh nur getorcht habe, muss doch gar nicht reinkommen. So, Avalon. Aber Lon, die blauen Waggons. Siehst du, da hab ich jetzt hingepackt. Weiß nicht, ob da einer hinkommt, ob es jetzt nicht. Von dem her. Schauen wir dann mal. Warte mal, ich glaube hier läuft einer herum. Packen wir das lieber hier. Ich habe mal das aufgemacht, komm mal mit. Und dann packen wir die hinter der Kiste, dann sind die eigentlich sicher. So. Schade, dass man immer sowas dann nicht wieder zumachen kann. Es geht immer nur auf, nicht zu. Ja. Das war ein bisschen doof. So, so. Eine Kamera ist hinter uns, wenn du nach vorne läufst. Ich loop die einfach mal. Das ist ein bisschen entspannter. Ah, das nervt mich. Das war ein bisschen blöd jetzt. Ja. Dass wir auch so ewig irgendwie dann gesucht haben und nichts finden konnten. Vor allem auch, dass der wirklich in den letzten 10 Sekunden den noch gesehen hat. Ja, stimmt, das war auch sehr unlucky. Warte mal. Da ist die Maschine nicht, du bist wieder runter. Wir können zwar hier, habe ich auch gelesen, Sachen aufmachen. Ah, da ist die Maschine. Aber das dann nur mit für Bonusgeld und das brauchen wir ja nicht. So. Warte. You'll need to find it if you want to shut off the sensors. One forest. Watch out. Guard. Schade, hier hätte ein guter Spot dafür gewesen, jetzt ist der Spot wohl gewechselt. Zu da rein. Hm, verstehe. Ja. Dann können wir noch vorbeischleichen auf der Distanz. So. Wo ist das Ding? Ah, da ist es. Und du siehst ja die Guard auf der Markierung. Ich zurück. Ich mach. Achso, nein, er kommt zu uns. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich häng fest. Oder, okay, gut. Alles gut. So, hat's. Das nicht getan. So, dann schauen wir mal. 938380. Mhm. Oh, nö. Der hat dich aber instant entdeckt, what the fuck? Ja, ja. Warum? Everything is fine, fine, fine. Yes, sir, fine, O'Rooney. Scheiße, Mann, das war echt unnötig. So, nochmal. 9, 3, 8. Abkannung. Ah, okay, dann mach ich das. Hast du 9380? Ja. Verstecken es jetzt einfach mal auf gut Glück. Sonst können wir das, oder sonst nehme ich das mal mit, um sicher zu gehen. Watch out, guard. So, dann verstecke ich das hier im Container. Ah ne, scheiße, das geht nicht gut. Ah, da ist ein Müll, Scheiße. Vorsicht. Die ganze Röhre. Das ist doch die Kamera. Ja. Oh, oh. Wo werden wir gesehen? Ja, da. Ich fast entdeckt, ey. War schon mal 90%. Scheiße. Ah, hab mich gesehen. Man hat so dich gesehen und weil du auch schon wieder entdeckt wurdest, sofort geschossen. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Wir ja, spielen bis an diese Stelle und dann nehmen wir wieder auf. Bis dann. Ja.